Moin Leute, es ist endlich soweit, die Sascha Vernünftig Soundboard-App ist da. Aus den sozialen Netzwerken, die wussten das schon, dass es kommt. Und jetzt ist es soweit. Hier kannst du deine Favoriten reinpacken. Hier, nur die Besten sind da drin. Hier ist alles drin. Und zwar nie wieder selber fluchen. Das ist ja ein Wichser. Oh, fahr doch! Ach, halt doch die Fresse. Ist doch scheiße, was du hier machst. Ist das cool? Niemand braucht es, aber alle wollen es haben, finde ich. Hier oben kannst du auch durch Zufall was rauspulen lassen. Das wollen wir nicht hören. Ne? Hier unten steht dann, aus welcher Folge das kommt. Das finde ich auch cool, wenn du es angeklickt hattest, hast. Richtig gut gemacht. Danke, Arne, für deine Arbeit, die du dir damit gemacht hast, auch für die Idee. Der schrieb irgendwann, soll ich sowas mal bauen? Ich sage, das braucht doch kein Mensch. Braucht doch kein Mensch. Aber es ist so cool, ich will es haben. Ihr habt bestimmt auch die Pfanne heiß. Ist doch schön, oder? Ich finde es klasse. Also, wenn ihr Bock drauf habt, in die Google Play Store App gehen, vernünftig eingeben und da ist er. Und dann ladet es euch runter. Mit jedem Update kommen neue... Ja, weil mit jedem Update kommen neue Sounds dazu und es hört sich nach viel an, diese 100, aber die hat man ratzfatz, die hat man ratzfatz durchgeklickt, geklickt. Viel Spaß damit. Tschüss. Falls ihr noch eine Idee habt, was da unbedingt rein muss, wäre es schön, wenn ihr auch die Folgennummer dabei schreibt und vielleicht sogar noch den Zeitstempel, wann das passiert in dem Video, denn in diesen hunderten Folgen finden wir das oder speziell Arne auch nicht wieder. Achso, und wenn es euch gefällt, 5 Sterne Deluxe, ne? Ist ja wohl klar. Gebt ruhig eine Bewertung ab. Arne freut sich. Ich mich auch. Danke, tschüss.